Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns mal eine Lego-Alternative an. Und zwar diesmal eine aus Holland. Und zwar haben mir das Verwandte mitgebracht. Das haben sie mal gratis zu irgendeinem Einkauf dazu bekommen. Und ich würde sagen, wir gucken das uns mal in diesem Video an. Zuerst finde ich ganz positiv, dass das Ganze in einer Papierverpackung kommt. Finde ich sehr cool. Auf jeden Fall soll hier wohl irgendwie so ein Rennauto drin sein. Hier guckt auch schon irgendwie was raus. Keine Ahnung, scheinen wohl etwas kleinere Teile zu sein. Aber ich würde sagen, wir reden nicht lang drum herum. Und ich mache mal einen kleinen Schnitt rein. So. Ja, das war leider noch nicht ausreichend. Noch einmal hier. Ja, jetzt ist offen. Okay, das ist interessant. Das Ganze kommt hier wohl in solchen Extraformen. Wie es aussieht, ist hier wohl nur eine Figur drin. Okay, mit Stickern. Ich hätte jetzt zwar gedacht, dass hier ein Rennauto drin ist, aber... Okay. Dann würde ich sagen, lösen wir mal hier die Teile raus. Okay, das geht relativ schwer. So. Okay. An sich relativ stabiles Plastik. Kann man echt nichts gegen sagen. So. Hier noch die Hände. Okay. Oh. Aber das ist wirklich ziemlich krasse Plastikverschwendung mit diesen Umrandungen. Aber okay. So. Dann hier noch das Beinteil. Okay. Dann würde ich sagen, stecken wir sie mal zusammen. Also einen Fuß rein. Okay, das geht echt schwer. So, dann hier nochmal, dann hier der Oberkörper, die Arme, und der andere Arm, okay, der kommt hier dann noch rein, die Hand, auf der anderen Seite auch, so, dann noch der Kopf und die Haare. Und dann tun wir noch die beiden Sticker hier drauf. So. Okay, der ist jetzt ziemlich schief, aber ist ja auch egal. Und auf der anderen Seite. So. Und hier haben wir jetzt die Figur. Und meine Fresse ist die hässlich. Also, das Gesicht allein schon. Auf jeden Fall sehr gruselig. Oh mein Gott, ey. Aber, naja, sie hat hier ein paar Noppen, wo sie drauf sitzen kann. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Erweiterungen gibt. Das ist ja irgendwie von Dekamarkt. Ich kenne den Laden nicht, aber 2021 ist vorne drauf. Hinten steht auch Dekamarkt. Okay. Das Hardteil ist aus so einem Gummi gemacht irgendwie. Der ist aus Hartplastik. Dann diese ganzen extra Teile hier. Keine Ahnung, was das soll. Also bin ich jetzt nicht so der große Fan von dieser Figur. Aber dass man es gratis dazu bekommt, finde ich eigentlich ganz nett. Können eigentlich Lego auch mal machen. Aber naja, gibt es ja so gesagt mit den Lego GWPs. Also das war es dann mit diesem ganz kurzen Review zu diesem, ja, schrecklichen Minifiguren. Aber guckt, es fällt schon auseinander, aber ist ja auch egal. Das war es zu diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Video und ciao.